Ja, hallo, hier ist Christoph vom GameStop Team und ihr seht, wir haben ja Oculus Rift bekommen und hier seht ihr auch die große Box, wo die Oculus Rift drin verwahrt war. Und natürlich fragt man sich, okay, wie fühlt sich das jetzt an, zum Beispiel in der Luft zu schweben, mit einem Flugzeug durch die Prärie zu fliegen. Und wie sich das anfühlt, das könnt ihr jetzt live sehen. Ich werde jetzt mitten in World of Thunder springen, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Und ja, mal schauen, wie es wirkt. Ich bin jetzt quasi noch im Menü, aber werde mich jetzt ins Geschehen begeben und fliege natürlich auch, wie es sich gehört, mit einem Joystick. So, da bin ich. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen ausrichten in eine andere Richtung und muss auch mal das Ruder hochreißen. Ja, wie ihr seht, ist das die Cockpit-Ansicht und mir geht es noch wunderbar. Und ich werde mal ein wenig an Höhe gewinnen. Schaue mich auch mal etwas hier um in der Landschaft. Ah, ist das schön. Alles echt schick aus. Und jetzt werde ich für euch extra mal ein Looping machen. Und werde das Ruder noch etwas hochreißen. Ein wenig Höhe brauche ich noch. Und jetzt werde ich das Ruder rumreißen. Ja, mir geht es noch gut. Ich schaue mich schon mal nach hinten um. Ach, das ist die Landschaft, der schöne Acker. Ach ja. Gut, dass ich Höhenangst habe. Ja, es fühlt sich wunderbar an. Und ich mache mal noch einen Seitenlooping. Juhu! Mir geht es noch wunderbar. Ja, das fühlt sich echt super an. Gerade jetzt auch bei World of Thunder. Das funktioniert schon ganz gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die fertige Oculus Rift Version kommt, mich hier drin zu verlieren und auch ja, mich in mein Kämmerchen einzuschließen und nur noch zu zocken. Ja, das war alles zu World of Thunder. Wir zeigen euch noch Minecraft und Half-Life 2. Schaut euch doch die anderen Clips an. Erstmal tschüss und ich mache noch ein Looping und dann muss ich auf Toilette.